Ich habe Post erhalten. Post für Casti. Ja, wer es nicht wusste, ich heiße immer noch Casti. Wer nicht weiß, warum, sollte die letzten Videos sich unbedingt reinziehen. Hier habe ich von Crocodile Andy die neue Brücke. Da habe ich was gehört mit der Brücke. Da, also, das. Servus Casti. Ich habe es nun endlich geschafft. Du wirst dich wahrscheinlich sehr freuen zu hören, dass ich nun endlich Zeit gefunden habe, mich um deine temporäre. Was? Temporär? Stopp. Meine Brücke, die ich da in stundenlanger Arbeit hingebaut habe, die sollte nicht temporär sein. Am anderen Ende des Wikingerdorfs, da kommt ja meine Base hin. Also so ist der Plan. Schau sie dir gerne an. Jetzt hat sie einen Ehrenplatz und passt wunderbar zum Stil des Dorfs. Hä? Warte. Wir müssen das, die neue Brücke, die muss ich mir jetzt erstmal angucken. Ich bin gerade echt, ich weiß gerade nicht, was ich davon halten soll. Die haben meine Brücke entfernt. Ich habe schon sowas gehört und gelesen, dass meine Brücke in die Luft geflogen sein soll. Das muss ich jetzt überprüfen. Achtung, Achtung, hier führt der Weg entlang. Und tatsächlich, die haben meine Brücke abgerissen und in die Luft gesprengt. Warum? Vor allem, das sind ja einfach nur Lagerfeuer und Trap. Das ist ja jetzt nichts Besonderes. Alter, da war meine jetzt nicht wirklich viel. Alter, nein. Ich wollte doch da drüben was bauen. Im Stile von der Brücke, die ich hier hingesetzt habe. Die Brücke war seit Folge 1 meine Idee. Und jetzt kommt Kroko an und setzt da einfach seine Brücke hin. Ne, das finde ich nicht in Ordnung. Hä, der hat die einfach entfernt. Vor allem hat meine Brücke doch da begonnen. Stopp. Wie löse ich dieses Dilemma? Meine Brücke hat hier begonnen. Ich brauche einen Richter. Ich brauche Spark of Phoenix. Glaube ich. Ist der auf dem Server? Ja. Spark kannst du DC. Ich muss das jetzt ganz kurz mit Spark klären. So, ich bin drin. Hi, Spark. Hallo, Zasti. Ja, Zasti. Heißt du genau. Zasti, weil du ganz viel Zaster hast? Nein, also viele Casti, damit ich bei C-Prime mitmachen kann, weißt du? Ja, ich nenne dich trotzdem Zasti. Alles okay. Klar, ja, viel Zaster habe ich auch. Ich besitze gerade, warte mal, wie viele Diamantblöcke? Warte kurz, ich sag's dir gleich. 132 Diamantblöcke. Das ist viel. Ja, ne? Also ja. Passt es mit Zaster. Ich hätte ja mit dem Grind noch gewartet, bis die 1.18 draußen ist, weil dann findet man viel mehr und man hat nicht so langsam sonst gegrindet. Aber ja, das Ding ist, ich kaufe mir eine Wohnung bei Basti GHG in seinem Schloss. Das sind 3 Stacks Diablöcke, deswegen bin ich so kräftig am Farmen. 3 Stacks Diablöcke? Ja, ja, hat er gesagt. Das ist ein voller Netherite Beacon. Eigentlich wollte er bestimmt nicht, dass du einziehst. Und deswegen, ja, eben, deswegen mache ich's. Und aber gut. Du hast ihn aber auch so im Dunkeln gelassen, sozusagen, ne? Ja, also ebenso, der weiß noch nicht, was auf ihn zukommt. Genau, deswegen. Psst. Ganz kurz, du bist ja, also, wir haben ja die Polizei und so weiter, aber du bist so irgendwie die Server-Admin, aber in gewisser Weise auch so ein bisschen so eine Art Richter, würde ich sagen, ne? Der Urteil. So ein bisschen, so. Also aus dem Roleplay bin ich so, was jetzt Server-Admin-Sache betrifft, also komplett raus. Also ich habe damit eigentlich gar nichts zu tun. So. Ja, aber ich brauche unbedingt jetzt einfach deinen Rat. Magst du vielleicht kurz, kennst du das Wikingerdorf? Ich bin in einem moralischen Dilemma. Also wirklich in einem moralischen Dilemma, wo ich nicht weiß. Wieder eine Wendung von Roleplay, aber an die Projektorga, okay. Nee, also ich finde das sehr schwierig zu vermischen. Also du kannst mich jetzt so als Spark fragen, aber nicht als Orga bitte oder sowas. Also, okay, ich frage dich als Richter Spark. Ich hab keine Roleplay-Position, weiß nicht, ob ich als Richter so wohlfühle, aber einfach mal ich so. Ich finde aber, dass du die perfekte Person als Richter geeignet wärst. Du solltest dich bewerben als Richter. Ja, das ist schlecht. Ich bin als Richter nämlich zu langweilig. Ich bin dann zu fair wahrscheinlich immer. Ja, es geht mir hier jetzt gerade auch um Fairness, weil ich nicht einschätzen kann, ob das fair ist, was ich vorhabe zu tun oder eben nicht tun werde und was ein Mittelmaß wäre und so. Deswegen brauche ich jetzt einen absolut neutralen. Ich schilder das
Ereignisse. Sekunde, wir hatten hier diesen riesigen Weihnachtsbaum gebaut hier oben. Das war Kev. Das war Kev. Kev hat den gebaut. Holz hat er ja. Ja. Oh, der ist aber richtig. Der hat ja einen richtigen Teller hier unten. Ach, du Heilige. Das ist ziemlich gerade jedenfalls. Der hat hier übelst die Kugeln dran hängen. Holy. Big Project. Aber ein Haus hat er nicht gebaut hier, ne? Da, das Baumhaus. Der hat da so ein Baumhaus gebaut. Baumhaus? Ich sehe nur den Baum, aber kein Haus. Ja, da ist irgendwie... Der wohnt in einem Baum. Und in dem Baum? Ich sehe da aber kein Haus. Ich sehe da einfach nur einen Baum. Ja, dann, er wohnt halt in dem Baum. Dann ist da halt kein Haus. Aber das sind Kisten, glaube ich, wenn das nicht geändert hat. Mhm. Cool. Jetzt. Das heißt, dein Lager ist auf dem Baum. Okay, ja, ich weiß. Ich war am Weg zum Wikingerdorf, deswegen bin ich hier vorbeigekommen. Ja. Bist du am Laufen? Du fliegst doch bestimmt, oder? Ich fahre immer mit dem Boot. Ach so. Das heißt, du kommst jetzt gleich da unten. Nein, du fliegst da. Nein. Also, ob ich mit dem Boot fahre? Ich bin ein Phönix, ich bin Flügelmensch, ich bin immer am Fliegen. Okay, dann hier, lieber Phönix, pass auf. Ich schilder dir die Sache. Ich habe hier eine Brücke ich fange ganz, ganz von vorne an. Ich habe ganz am Anfang eine Brücke gebaut. Die war jetzt nicht sonderlich schön. Die wurde gesprengt von Stegi und Hugo. War okay für mich. Dann habe ich eine neue gebaut, wo ich mich tatsächlich eine Stunde dran gesetzt habe. Ich saß da 1-2 Stunden dran an der Brücke. Und diese Brücke wurde jetzt gesprengt von Kroko und Iosa. Und die haben jetzt diese Brücke hier hingesetzt. Und ich finde. Sah die Brücke halt immer noch kacke aus. Hast du irgendwo ein Bild davon? Nee, die sah gut aus. Ich habe mir da echt Mühe gegeben. Und dann wurde die einfach jetzt durch diese Brücke ersetzt, ohne das mit mir abzuklären. Und jetzt ist mein Dilemma. Ich möchte diese Brücke hier gerne sprengen. Jo. Weil das, also das Recht, hätte ich das Recht dazu, weil mein Eigentum wurde ja gesprengt, ne? Ja, gehe ich mal von aus. Ja, also hätte ich das Recht dazu? Ich denke mal jetzt nicht, dass Janus oder Kroko, wenn du diese Brücke wegsprengst, sich jetzt bei mir als Orga melden würden. Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Weil das Ding ist einfach so, ich habe das Verlangen danach, weil ich habe eine Brücke gebaut, die war cool, ich war da stolz drauf, egal wie scheiße die ausgesehen hat. Ne? Ja, aber wenn ich die mir angucke, ne, wenn du unten die Säulen, die bleiben ja dann stehen, wenn so ein bisschen übrig bleibt, man groß weiß, wenn man die Materialien dazu hat, ist das Ding doch eigentlich auch in 10, 15 Minuten wieder gebaut. So. Das wäre wieder aufgebaut, ja, theoretisch. Oh. Aber ich habe jetzt einfach nur das moralische Dilemma. Spreng ich das jetzt oder spreng ich das nicht? Oder spreng ich es nur zur Hälfte oder was mache ich damit? Also mein Chat hat gesagt, die Brücke sah aus wie Müll. Das ist doch egal. Okay. Ja, das spielt doch keine Rolle. Ich versuche gerade nachzuvollziehen, warum Kroko und Janus sie gesprengt haben, aber der Chat sah so aus wie Müll. Okay. Ja, aber das spielt doch in der Theorie keine Rolle. In der Theorie spielt das keine Rolle. Ich wollte nur kurz wissen, warum Janus und Kroko das überhaupt machen, weil wenn schon eine da ist, glaube ich nicht, dass sie sonst die Mühe gemacht hätten, irgendwie so extra, um dich zu ärgern. Okay, also war da noch ein anderes Motiv mit dabei. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht entsteht jetzt hier halt eine Art Brückenkrieg, aber ich weiß nicht, Oder als anderer Vorschlag, du könntest ja, anstatt die zu sprengen, einfach noch eine zweite daneben bauen, und zwar die, wie sie vorher aussah. Ah, vielleicht oben drüber? Wie sowas. Einfach weißt du, oben drüber, ohne zerstören zu müssen, weißt du, dann müssen die halt nichts nochmal neu aufbauen, aber dann müssen die höchstens was abbauen, so, das wäre halt, weißt du, was abbauen ist halt einfacher, als was wieder aufzubauen. Das stimmt. Ne, dann haben die das weggemacht, dann setzt es den eben wieder vor den Latz, so. Und du hast ja schon mal gebaut, das heißt, beim zweiten Mal bauen geht's auch schneller, weil du weißt ja, wie du das gemacht hast. Ja, aber die Idee, über diese Brücke noch eine Brücke zu bauen, weil meine war auch eigentlich ein bisschen höher. Vielleicht gar nicht so rüber, mach doch rechts und links daneben jeweils zwei, insgesamt vier Brücken nochmal rüber. Und viermal die hässliche. Die war gar nicht hässlich, was sagt denn das? Ich habe hier jetzt ein bisschen Diorite gefarmt und ich werde das jetzt nutzen, um hier eine neue Brücke über diese Brücke zu ziehen. Da habe ich jetzt Bock drauf. Let's go. Ja, wie ihr seht, habe ich jetzt hier schon mal einen Diorit-Weg auf jeden Fall drüber gebaut. Und jetzt müssen wir das Ganze noch auch irgendwie verknüpfen mit der unteren Brücke. Deswegen machen wir hier oben drauf auf jeden Fall die Druckplatten weg und erweitern das Ganze nämlich so. Hier kommen nämlich noch so Brückenpfeiler hin. Und das ziehe ich jetzt einfach durch. Guck mal, Achtung.
Tada! So, drei hoch. Und dann können wir hier nämlich auch noch Lampen dran machen. Und das mache ich jetzt die ganze Brücke hier. So, damit es jetzt auch noch ein bisschen breiter wird, wo ich dann auch die Geländer drauf packe, mache ich jetzt an jede Seite hier einfach solche Diorite Stairs. Oh, die Brücke, die wird einfach der pure Wahnsinn, Mann. Das wird toll. Und das ist auch, glaube ich, die beste Lösung. Da bin ich glücklich mit. So, die Brücke hat jetzt hier an der Seite noch die Stairs. Und jetzt kommen hier überall diese Diorite-Mauern hin. Das ist doch überragend, oder? Ah, oh, Klüm wird sich freuen. Das ist echt... Hui. Das ist, also, ich würde gerne... Also, wenn irgendjemand irgendwann mal Klüms Live-Reaction sieht dazu, bitte klippen und mir schicken, ja? Ist wichtig. Ey, Alter, das Ding... Es sieht ja... Also... Wenn wir uns das hier mal... Oh, ja. Das sieht doch... Uiuiui. Ich bin echt auf die Reaktionen gespannt. Bin richtig stolz damit. Ah, jetzt bin ich mittlerweile... Ja. Ja, doch. Ist toll. Das ist der einzig wahre Brückenkrieg. Ja. Und jetzt steht meine Brücke. Wieder im Vordergrund. Das finde ich sehr gut. Das muss so sein. Guckt euch das mal an. Wir fliegen da gleich eine Runde drüber. Es gibt bestimmt Leute, die haben da noch Verbesserungsvorschläge. Aber guckt mal. Also ich warte auf Verbesserungsvorschläge in den Kommentaren. Aber das, das finde ich ja mal sehr nice. Das ist überragend. Also da laufe ich gerne drüber. Ne? Also da bin ich richtig glücklich mit hier. Mit dieser Brücke. Zum Glück hat Spark mich auf so eine Idee gebracht. Bis dann. Ciao.